Ein Reichenberger, Wirtschaftsprofessor. Als Professor äußert sich auch viel zu politischen Themen, zu gesellschaftlichen Themen. Haben Sie so etwas wie eine Philosophie? Ja, ich denke, wenn man kann sagen, Philosophie, ich versuche die Ökonomie, so wie ich sie verstehe, diszipliniert anzuwenden. Also diszipliniert heisst nicht all das Zeugs, die schrecklichen Studien, die verdreht sind, sondern einfach den Kern von der Ökonomie anzuwenden. Und der ist, denkt man zuerst, sehr englisch, Nutzen und Kosten. Aber Nutzen und Kosten ist ganz ein extrem breites Konzept, weil es ist einfach Vorteil und Nachteil praktisch. Und das ist breiter, als die meisten Leute denken, weil die meisten denken nur an Vorteil oder nur an Nachteil. Ich versuche immer simultan an Vor- und Nachteil zu denken für irgendwelche Massnahmen und dann aus dem aus eben ja, gescheite Vorschläge zu entwickeln. Sie haben Studien erwähnt, Sie haben die Experten, die zu vielen Themen Stellung nehmen, da viel mit der Öffentlichkeit stehen. Wie politisiert ist heute die Ökonomie? Die Ökonomie ist stärker politisiert sicher als früher. Die Ökonomie ist in den letzten, kann man sagen, 40 Jahren, denke ich, enorm erfolgreich geworden. Wir machen heute sehr viel mehr, nicht nur Theorie, sondern sehr viel Statistik und können darum sehr viel sagen, aber das ist genau mit dem Erfolg kommt und der Kaum wird gekauft. Die Regierung muss immer noch ein Gutachten haben mit einem Ökonomen. Die Ökonomen sind für alles und jedes Gutachter. Das ist wie mit den Anwälten oder früher noch Pistolero. Früher haben sie einen Pistolero gebraucht, der für ein Recht geschossen hat. Aus der gleichen Schützenschule überall sind die Pistoleros rum gewesen. Dann sind die Juristen gekommen, aus den besten juristischen Fakultäten. Gleich ausgebildete Juristen auf der Anklage- und auf der Verteidigungsseite waren, die genau das Gegenteil erzählt haben. Trotzdem gleicher juristischer Hintergrund. Heute müssen sie Ökonomen haben. Aus den besten ökonomischen Fakultäten immer noch ein Ökonom, der für die eine Seite Gutachten, nein, auf die Gegenseite gutachtet, aus dem gleichen ökonomischen Denken, Pro und Contra rausgeholt. Natürlich alles häufiges Geschwurbel. Und da denke ich, da sollte man eben diszipliniert denken, auf den ökonomischen Kern zurückgehen, nicht das so komplizieren und aufblähen, dass niemand mehr versteht. Also zweifeln Sie den Nutzen für die Gesellschaft von diesen vielen Experten, Meinungen und Studien wieder sogar ein bisschen an? Kann man das so verstehen? Ja, das kann man so verstehen. Meine Frage ist nachher, was ist die Wahrheit? Es gibt häufig etwas wie eine Wahrheit und die wird nachher verdeckt mit Studien, wird versucht, anders darzustellen, natürlich interessenorientiert, weil immer die, die Studien zahlen, die haben ja zumeist Absicht. Es gibt niemand 200'000 Franken aus für eine Studie, um seine eigenen Absichten zu schaden. Und ich denke, da ist auch ja, für einen Ökonomen, zu nichts machen, der genau nicht so Studien macht, der versucht, mit freiem Denken, eben, sich diszipliniert zu denken, und das anzuwenden. Und da versuchen auch noch andere, manchmal den Kern irgendwie von einem Problem aufzuzeigen können und eben nicht das Zudecken oder der Lawine nachher von, ja, häufig eine Pseudowissenschaft. Sie haben vor gut zwei Jahren viel Aufsehen erregt. Sie haben damals Masseneinwanderungsinitiative haben Sie befürwortet. Das hat also das Label Ihnen eingetragen, dass Sie nahe am politisch rechten oder konservativen Spektrum stehen. Wie gehen Sie mit dem Label um? Ja, das ist völlig problemlos im Gewissen. Ich meine, ich bin gleichzeitig jemand gewesen, wo ja Abschaffung von der Wehrpflicht schon sehr früh gefordert hat, aus ökonomischer Sicht hergeleitet hat, und nachher schlussendlich so auch aufgenommen hat, aus der Initiative zur Abschaffung von der Wehrpflicht, die die SVP nicht so gut gefunden hat. Ich bin natürlich nicht auf der SVP-Seite jetzt damit, also sicher gegen Personenfreizügigkeit im Sinn, wie es der Bundesrat vertritt, aber man soll das ja nicht mit Kontingent versuchen einzuschränken, sondern man soll eine Steuer für Leute, die in die Schweiz erheben, gibt es einen ausgearbeiteten Vorschlag, der wird aber nachher von niemandem aufgenommen, hat niemand nachher das Interesse, weder die SVP wollten, noch der Bundesrat, obwohl er alle Probleme eigentlich ganz einfach lösen. Und in vielen anderen Bereichen, ja, hat die SVP gescheite Vorschläge, aber häufig finde ich auch, ich habe eigentlich noch einen viel besseren Vorschlag und darum bin ich sicher nicht SVP im normalen Sinn. Was machen wir in den grossen Diskussionen, die in der Schweiz stattfinden, falsch? Ich denke, in den grossen Diskussionen in der Schweiz ist, wir tun häufig, als Verteilungsproblematik sieht, wie man es an der Alterungsdiskussion sieht, ah, da wollen die Gewerkschaften irgendwie, wollen, die AHV noch ausbauen, wollen irgendwie etwas ja, machen für die Rentner noch, auf Kosten natürlich von den Jungen. Die Regierung auch, will irgendwie etwas machen, will jetzt ja, eine längere Lebensarbeitszeit durchsetzen. Aber ganz häufig sehen wir nicht die ganz einfache Lösung, die man kann ja, vorschlagen. Und ich denke, da der richtige Vorschlag ist einfach, wir müssen jetzt in dem Fall Arbeitseinkommen über 65 nur noch mit der Hälfte besteuern. Und in dem Moment, wo wir da tiefere Steuern haben auf Arbeitseinkommen, dann werden sehr viele ältere Leute
freiwillig weiterarbeiten. Und weil sie weiterarbeiten, bringen sie am Staat nichts. Sie zahlen ja noch die Hälfte der Steuern. Wenn sie nicht arbeiten würden, zahlen sie gar keine Steuern mehr auf dem Arbeitseinkommen. Es wird gesellschaftlich mehr Leistung gebracht. Und das Problem von der Überalterung, dass eben zu wenig Alte hat, die arbeiten, oder wenig Junge hat, die arbeiten, und viele Alte, die nicht arbeiten, das erlöst sich ganz von selber, ohne irgendwelche Zwangsvorschriften. Und eben das, da ist eigentlich die Idee, man sollte nicht Altersarbeit verordnen, erzwingen oder fördern, sondern einfach nicht behindern. Heute behindern wir es mit Steuersätzen, wenn man es richtig rechnet. 40-50% müssen die Alten, die arbeiten, abliefern. Und diese Behinderung von der Altersarbeit sollte man abbauen, und dann arbeiten die Alten auch, und dann ist das Problem einfach von selber gelöst. Herr Eichenberger, vielen Dank für die Einsichten. Vielen Dank Ihnen.